Seid gegrüßt, Freunde, und cool, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Podcast-Episode. Falls ihr derzeit die Gunst der Stunde bzw. die Gunst der guten Vorsätze nutzt und fleißig am Trainieren seid und eure Freunde auch noch motivieren wollt, dann dürfen geile Subs natürlich nicht fehlen. Und deshalb haben wir aktuell eine coole Aktion in unserem Shop für euch, bei der ihr euch 5 Euro auf all unsere Gutscheine sparen könnt. Die Aktion läuft vom 16. bis zum 23.01. und die Teilnahmebedingungen blenden wir euch hier ein, beziehungsweise könnt ihr sie euch selbstverständlich unter garnicus-original.de nochmal nachlesen. Und genau, wir dachten, es ist einfach eine coole Sache, ihr könnt euch ein bisschen was sparen oder euren Liebsten eine Freude bereiten. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, den ihr schon immer von unseren Produkten überzeugen wolltet, die sich aber nicht getraut haben oder was auch immer, unsere Produkte zu bestellen. Und falls das der Fall ist, dann ist jetzt eure Chance. Packt eure Subs in den Warenkorb, gönnt euch den Gutschein. Den könnt ihr danach auch direkt ausdrucken, wenn ihr wollt, weil ihr bekommt ihn sofort als Download per E-Mail. Und genau, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einkaufen, beim Verschenken und jetzt natürlich auch in erster Linie viel Spaß bei der neuen Podcast-Episode. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Garnicus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Garnicus. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Wir haben uns heute hier wieder versammelt für eine Stammgastfolge, was bedeutet, dass die liebe Martina wie letztes Mal auch versucht, eure Fragen sinnvoll und zufriedenstellend zu beantworten. Sie wird es nicht versuchen, sie wird es einfach machen. So rum. Martina, ich freue mich, dass du wieder da bist und herzlich willkommen zurück im Garnicus Podcast. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ist immer schön hier im Podcast und ich hoffe, dass ich die Fragen kurzfassend, zielstrebig beantworten kann. Ist ja immer so schwierig mit dem Kurzfassen. Ja, aber das ist ja ausschweifend auch manchmal schön. Dafür sind wir ja hier. Ich hoffe, du hast wie immer die geballte Kompetenz dabei, weil wegen mir können wir eigentlich auch ohne Umschweife loslegen. Es sind nämlich, wie ich glaube, sogar mehr Fragen als letztes Mal. Ich bin bereit. Ja gut, dann lass uns direkt loslegen mit Frage Nummer 1. Wie sinnvoll sind Pumpprodukte für den Muskelaufbau? Ja, also da fällt mir jetzt in erster Linie Arginin-Citrullin ein. Ich weiß nicht, wenn du noch andere machst, dann können wir die noch besprechen. Das ist natürlich sinnvoll, weil ein Pump-Effekt ja nicht nur für den Kopf ist, sondern tatsächlich auch einer von vielen Reizen, die für Muskelwachstum verantwortlich sind, wenn auch nicht der wichtigste. Aber Pump ist auf jeden Fall wunderbar, wenn man das erzeugen kann im Training. Und durch das Citrullin, das dann zu Arginin umgewandelt wird, werden ja die Gefäße geweitet. Und da hat man ja nicht nur dieses Pumpgefühl, sondern Nährstoffe und Sauerstoff wird vermehrt zum Muskel hin transportiert. Das heißt, die Muskelleistung wird verbessert. Und das entstehende Laktat, also die Milchsäure, die kann auch schneller abtransportiert werden. Oder auch zum Beispiel Aminosäuren aus dem Abbau oder was auch immer da abgebaut wird, kann schneller wegtransportiert werden. Und alles in allem führt dann dazu, dass man eine bessere Muskelleistung hat. Ist also auf jeden Fall empfehlenswert. Jetzt hast du Citrullin und Arginin gesagt. Es gibt ja auch noch Dinge wie Glycerol und Pycnogenol und Silberweidenrindenextrakt, whatever. Also es ist ja unterschiedliche Mechanismen, die da greifen. Und du besprichst jetzt quasi eher Blut, sag ich mal. Ganz genau, weil Glycerol, das ist ja einfach nur Wassereinlagerung in den Gefäßen. Da profitiert man vielleicht von der erhöhten Muskelspannung. Aber ansonsten, also einen deutlich besseren Effekt hat man auf jeden Fall vom Arginin-Citrullin. Würdest du auch sagen, ist ein gutes Supplement top? Wie viel sollte man nehmen, wenn man ein Budget übrig hat? Kommt direkt nach den Basics. Also, weil es ist wissenschaftlich gut untersucht, es macht Sinn. Und auch aus der praktischen Erfahrung hat sich gezeigt, dass die Leute wirklich davon profitieren. Ist auch besonders in der Diät, wenn man eh schon wenig Pump hat, das ist ja meistens dann so, da hat man dann doch nochmal ein bisschen Muskelgefühl wenigstens. Und es gibt noch einen anderen Einsatz, das ist, wenn man ins Krankenhaus muss für eine OP. Das habe ich jetzt gerade wieder bei einem Bekannten gesehen. Da kann man auch das Auftreten von Krankenhauskeimen unter Umständen unterdrücken. Also das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, würde ich empfehlen. Jetzt bin ich ein Fan davon, so ein Produkt
gerne auch mal an dem Nicht-Trainingstag zu nehmen. Was sagst du dazu, gesundheitstechnisch? Ja, das ist besonders für die Leute gut, die einen erhöhten Blutdruck haben unter Umständen. Da kann man mit dreimaliger Gabe den Blutdruck deutlich reduzieren, also wirklich messbar reduzieren. Und ansonsten schadet es natürlich nicht, auch sonst gut durchblutet zu sein. Ist auch fürs Gehirn wichtig, eine ordentliche Durchblutung. Also das schadet auf gar keinen Fall. Rundum Top-Supplement meinst du also? Ja, also direkt nach den Basics. Passt, Frage beantwortet. Nächste Frage. Sinnvolle Verhütungsalternative statt der Pille, abgesehen von Kondomen. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, über die Auswirkungen von der Pille. Jetzt kannst du mal den Leuten Tipps geben, was sie denn machen sollen. Also ich bin jetzt die Frau Sommer hier bei Garnikus. Ich gebe jetzt Verhütungstipps, okay. Viele Frauen tatsächlich, die dann, seitdem du jetzt hier als Stammgast bist, die Fragen stellen, auch in die Richtung. Okay. Ja, bei der Auswahl des Verhütungsmittels, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum man was auswählt. Wenn man es rein nach der Sicherheit auswählt, also was schützt mich am sichersten vor einer Schwangerschaft, dann gibt es ja diesen Peer-Index und da ist die Pille ganz weit vorne. Und bei den nicht-hormonellen wäre es die Kupferspirale oder die Kupferkette. Das hat man ja früher nur bei älteren Frauen, also meistens nach einer Schwangerschaft erst eingesetzt. Heute wird es aber auch bei jungen Frauen eingesetzt und wäre eine Methode, die sicher ist und trotzdem keine hormonellen Auswirkungen hat. Und also im Vergleich zu der Kupferspirale, zu diesem T-förmigen Teil, sind ja diese Kupferketten deutlich kleiner und sind auch für jüngere Frauen geeignet. Also das wäre eine gute Möglichkeit. Nachteil ist, dass man unter Umständen vermehrte Blutungsneigung hat. Und das ist ja auch nicht für jeden schön, gerade so im Sport. Also muss man immer so abwägen. Was möchte ich als allererstes? Und was sollte es noch alles mitbringen? Wenn man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen möchte, dann bleibt natürlich nur Kondom oder diese Frauenkondome. Sonst bleibt da nichts. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was immer vergessen wird. Geht immer nur viel drum, wie werde ich nicht schwanger, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die da passieren können, wenn man den Akt vollzieht. Ja, also das HIV-Virus, der HIV ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber nichtsdestotrotz existiert das noch. Und es gibt ja auch noch andere übertragbare Krankheiten, also Gebärmutterhalskrebs und so, das sind ja auch Viren, die übertragen werden. Und das ganze andere Zeug, was man kriegt, wenn einer von beiden wechselnde Geschlechtspartner hat, kommt immer ein bisschen auch auf das Lebensstil an. Wovon der Partner manchmal gar nichts weiß, muss man ja auch wissen. Meistens nicht. Ich schließe mal direkt an mit einer Frage, die da auch gut reinpasst. Funktioniert der Muskelaufbau schlechter, wenn man die Hormonspirale verwendet? Die Hormonspirale, die sondert ein Gestagen ab, das ist ein Progesteronabkömmling. Und da die ja vor Ort liegt, ist die Konzentration von dem Progesteronderivat nicht besonders hoch. Es geht aber ins Blut über. Früher hat man den Frauen immer erzählt, da passiert überhaupt nichts, es ist nur lokal. Das ist natürlich nicht wahr. Das wird auch ins Blut übergehen. Und einige Studien gab es mit Depressionen bei Frauen, die also wirklich Probleme hatten nach dieser Hormonspirale. Und das nicht wussten. Und erst als die Spirale weg war, ist dann die Stimmung auch plötzlich wieder besser geworden. Also es gibt auf jeden Fall einen Übertritt ins Blut. Und was jetzt Muskelaufbau angeht, also da traue ich mich jetzt zu behaupten, also man kann ja bei allem nach irgendeinem Effekt suchen. Und sicherlich gibt es einen Effekt. Dieses Progesteronabkömmling, was da drin ist, das hat einen androgenen Effekt. Also es bindet an den Androgenrezeptor, war auch in früheren Pillengenerationen drin und macht da zum Beispiel also Pickel, Akne, schlechte Haut und Haarprobleme unter Umständen. Das heißt also, der androgene Effekt, der ist nicht wegzuleugnen. Das heißt aber nicht, dass es beim Muskelaufbau hilft, weil das ist ja der anabole Effekt. Also da, und die Studienlage ist total durcheinander. Also die sind auch schlecht gemacht, die Studien, und ganz wenige eben nur an richtigen Leistungssportlerinnen. Ich würde das mal so einschätzen. Bevor der Einfluss von einer Hormonspirale zum Tragen kommt, sind
bestimmt noch 10 andere Einflüsse vorher, die bei einer Frau auf das Muskelwachstum einwirken. Unter anderem das effiziente Training, eine ordentliche Ernährung und was dann alles noch in dem Schlaf, Stress, das kommt alles noch viel vor dem Einfluss, den dieses Gestagenpräparat auf den Muskelaufbau hat. Auch da gibt es gegenläufige Studien, manche sagen es positiv, manche eher negativ. Aber das ist so viel macht das vielleicht aus gegen Motivation und allem anderen. Wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das nicht schon wieder ein bisschen zu viel überanalysieren ist, so eine Frage überhaupt in Betracht zu ziehen. Ja, das würde ich auch sagen. Wenn man natürlich mit Depressionen zu kämpfen hat, dann fehlt auch der Antrieb im Training. Und das ist ja wissenschaftlich erwiesen bei diesen Präparaten. Da kann das dann wieder einen indirekten Einfluss haben. Aber dass es jetzt direkt diesen extremen Muskelwachstum bei einer Frau unterdrückt, das würde ich auf keinen Fall sagen. Es gibt auch ein E-Book zu dem Thema Birth Control and Athletic Performance vom Lyle. Kann ich sehr empfehlen. Das ist nur 12 Seiten oder so. Und da kann man auch nochmal, es ist für Coaches auch gut geeignet, für Männer-Coaches. Die können sich da nochmal mit diesen Grundlagen befassen. Was ist überhaupt der Zyklus? Welche Hormone spielen da eine Rolle? Welche Hormone wirken da wie? Und da werden auch die Studienlage zu den einzelnen Progesteronarten, also zu den Abkömmlingen, die wird da auch gut dargelegt. Also sehr spannend und empfiehlt sich für jemanden, der tiefer einsteigen möchte. Okay. Wir kommen zu einem Thema, was dich auch betrifft, nämlich zu Energy Drinks. Kann zu viel Koffein aus Kaffee oder Energy Drinks den Körper übersäuern? Ach, du hast schon wieder einen da stehen. Ich kann da gerade schlafen. Guck mal auf die Uhr. Also, Koffein an sich ist da eigentlich eine schwache Base. Kann also überhaupt nicht zur Übersäuerung beitragen. Mhm. Das Koffein kann an seinen Stickstoffgruppen Protonen, also Säure, Teilchen abfangen und wegfangen. Also Koffein an sich selber überhaupt nicht. Kaffee. Da hat man auch mal gesagt, Kaffee könnte übersäuern. Auch das weiß man heute besser. Das Einzige, was natürlich passiert, bei empfindlichen Leuten geht die Magensäureproduktion nach oben. Das gibt dann Reflux, Sodbrennen, aber es hat ja nichts mit diesem Übersäuern zu tun, was jetzt hier gemeint ist. Also der Körper übersäuert nicht. Im Gegenteil, im Kaffee sind Substanzen drin, die sich so, die, wenn man die einsortiert, nach dem sogenannten Prahlwert, das ist die Säurelast von Lebensmitteln, dann würde der Kaffee sogar mit minus 1,4 oder so oder 0,14, also auf jeden Fall in dem basischen Bereich liegen. Mhm. Also keine Säurelast bilden. Wo man mehr aufpassen muss, ist bei den Säuerungsmitteln, die drin sind. Zum Beispiel, wenn da Phosphorsäure drin ist, Phosphate, das wird natürlich im Stoffwechsel zu echten Säuren umgewandelt. Also das spielt schon eine Rolle. Mhm. Da muss man sehen, was gucken. Was sagst du zum Prahlwert? Den habe ich mir auch mal so genau angeguckt. Ich glaube, ganz, ganz sauer ist so Hartkäse und sowas. Überhaupt nicht cool. Ja, kannst du aber sofort neutralisieren, indem du ein Brokkoli dazu isst. Okay. Also ja. Prahl, also Übersäuerung, das ist ja sowieso ein ziemlich schwieriges Thema. Und ich würde es mal so zusammenfassen. Diese klassische Übersäuerung, dass der Blut-pH-Wert sich in irgendeine Richtung verändert beim Gesunden, das passiert nicht. Aber die Puffer, die den stabil halten, die kommen irgendwann mal auch an ihre Kapazitätsgrenzen, obwohl das offene Puffer sind und man muss die nicht bis ans Ende reizen, die Pufferkapazität ausreizen. Und was da so empfohlen wird als basische Ernährung, das ist ja meistens mit Gemüse und Obst und Mineralstoffen und die sollen dann basisch wirken. Also diese Ernährungsempfehlung ist sicherlich sinnvoll und das machen wir auch immer so. Zu jeder Eiweißquelle isst man ein bisschen buntes Gemüse dazu und dann ist sofort das alles neutralisiert. Hatten wir letztes Mal schon. Es muss nicht unbedingt sein, dass man negative Auswirkungen hat, aber es kann schon positiv zuträglich sein, wenn man mal ein Stück Brokkoli, grüne Bohnen, Blattspinat, whatever isst. So, genau. Kurze und prägnante Tipps gegen schlechte Cholesterinwerte. Schlechte Cholesterinwerte, Hypercholesterinämie, hyper zu viel Cholesterin im Blutämie. Wenn das nicht familiär bedingt ist, also nicht vererbt worden ist, dann hat das ja eine Ursache. Und da muss man diese Ursache beseitigen. Am besten geht das, indem man Krafttraining betreibt.
Weil Krafttraining, aufgrund des Muskelwachstums, da werden ja die Zellmembranen vergrößert und da wird das Cholesterin eingelagert und wird dann verbraucht. Okay, jetzt haben wir ja Klientel, die machen ja meistens schon Krafttraining, da wird es also schwer, damit noch was zu erreichen. Dann kommt es immer darauf an, dass man die Kohlenhydrate nicht über Bedarf isst. Woran liegt das? Weil dann zu viel Insulin freigesetzt wird. Und das Insulin ist der Stimulator für die Cholesterinsynthese im Körper, die körpereigene Cholesterinsynthese in der Leber. Und je mehr Kohlenhydrate man isst, da braucht man überhaupt kein Gramm Fett dazu essen, nur Kohlenhydrate. Das liefert beim Abbau in der Leber alle Bausteine, die man braucht für Cholesterin. Und wenn Insulin hoch ist, gibt es einen anabolen Effekt und dann wird nicht nur vermehrt Cholesterin aufgebaut, sondern auch ins Blut entlassen und dann auch noch vermehrt in die Fettzellen eingelagert und die restlichen, die bösen Cholesterinpartikel bleiben übrig, das LDL, und die steigen dann an. Also es geht ja nicht nur ums Gesamtcholesterin, sondern es geht ja immer auch über gut und schlecht. Und wenn ich einfach nur Gesamtcholesterin senken möchte, kann ich zum Beispiel Ballaststoffe essen, dann werden Gallensäuren abgefangen, dann geht der Cholesterinspiegel runter, okay. Aber wenn ich es so machen möchte, dass das Verhältnis von dem guten HDL zu dem schlechten LDL auch noch eine Rolle spielt, dann empfehlen sich Low-Carb-Ernährungsweisen. Wenn man da manchmal guckt, steigt auch das LDL ein bisschen an, aber da hat man dann große LDL-Partikel im Vergleich zu den kleinen Aggressiven. Und die kleinen Aggressiven, das sind die, die sich in diese Löcher von den Arterien quetschen und da dann diese Arteriosklerose verursachen. Also wenn man überhaupt einen Anstieg hat. Meistens geht das Gute, bleibt, und das Schlechte geht runter. Bei Kohlenhydrat reduzierter Ernährungsweise Logi oder irgend sowas. Das empfiehlt sich da. Okay. Dann Fischöl. Das hilft. Und vielleicht ein bisschen Rotwein. Das hilft auch noch. Okay. Was habe ich im Kopf? Citrus Bergamot, war das auch was Richtung Cholesterin kann, hilft? Kann helfen, aber es wäre dann auch etwas, was wieder beides senkt. Okay, es geht schon stark ums Verhältnis, das habe ich richtig verstanden noch. Genau, genau. Also man kann einen sehr niedrigen Cholesterinspiegel haben, aber sehr wenig HDL, also das Gute, und dann hat man auch ein großes Risiko, weil ich sage immer so, das Gute brauchst du für den Rücktransport vom Überschuss wieder zurück in die Leber. Und sonst bleibt es halt da unten irgendwo liegen in den Blutgefäßen und macht Arteriosklerose. Aber Insulin ist der entscheidende Faktor. Wollen wir mal mit einem Mythos noch aufräumen? Jetzt hast du gesagt, Low-Carb-Ernährung, fallen mir spontan Eier ein, was ja lange so verteufelt wurde als den Cholesterin-Erhöher sozusagen. Ja, weil das Ei ja eben Cholesterin enthält. Es enthält ungefähr 300 Milligramm. Das ist auch das, was die Fachgesellschaft sagen, was man an Cholesterin essen soll. Maximal. Aber das stimmt natürlich nicht. Das geht nur einher mit einer überkalorischen Ernährung und einem hohen Insulinspiegel. Dann wird Cholesterin gebildet, nicht von dem Cholesterin, was man aus der Nahrung zuführt. Das ist eher so, dass das aus der Nahrung zugeführte die Eigensynthese unterdrückt. Da gibt es so ein Verhältnis. Also wenn ich viel von außen zuführe, wird dafür im Körper weniger produziert. Man kann also ruhig das Eigelb mitessen. Besser wäre es, wenn man auf das Brötchen da verzichten würde. Und dann lieber noch ein Eigelb nimmt. Also bei bedarfsgerechter Ernährung, bei vielleicht auch minimalen Überschuss, bei Defizit Eier gar kein Problem. Nein, nein. Das sind andere Sachen, die den Cholesterinspiegel hochbringen. Okay. Nächste Frage, Tipps, um die Blutmenge im Körper zu erhöhen. Ja, die Blutmenge im Körper zu erhöhen, geht es um die Blutzellen wahrscheinlich oder ums Volumen, also... Also die Mach beides, ich weiß es leider nicht, deswegen decken wir einfach beides ab, dann ist derjenige hoffentlich zufrieden. Also für die Blutzellbildung braucht man essentielle Nährstoffe, an allererster Stelle Protein, dann braucht man die Folsäure, das B12, Eisen und alle Spurenelemente. Wenn man damit ausreichend versorgt ist, hat man die Grundlage gelegt für eine optimale Blutzellbildung. Weil die müssen sich teilen und dafür brauchen wir eben die Folsäure. Schnell teilende Zellen brauchen die und ausreichend Protein fürs Hämoglobin zum Beispiel oder für die Antikörper, die drin sind. Und das sind halt so die wesentlichen Sachen. Das Blutvolumen erhöhen, das möchte man ja allerhöchstens bei speziellen Wettkampfgeschehen. Da wären also Plasma-Expander, die in der Medizin eingesetzt werden, oder eben auch das Glycerol, von dem du vorhin gesprochen hast. Damit könnte man das auch machen. Das Volumen erhöhen. Passt, beantwortet.
eine gute Frage als zwischendurch Frage, sage ich mal. Willst du mal ein Buch schreiben, quasi so eine Art Kanon für den Kraftsport? Du beantwortest ja immer viele Fragen. Könntest du ja auch mal in einem Buch machen. Ja, also ich möchte schon immer ein Buch schreiben. Bis jetzt war es halt immer so, dass ich die Zeit nicht gefunden habe und mich auch nicht so richtig einigen konnte, was das genau für ein Buch sein soll. Aber die Ideen haben sich inzwischen verfestigt und ich hoffe ja doch, dass ich bald mal sozusagen in den Ruhestand gehen kann und mich dann meinem Buch widmen kann. Im Moment ist es halt so, ich habe es ja schon mal erzählt, durch die Autoimmunerkrankung habe ich ja so ein Fatigue-Syndrom. Und da muss ich immer gut haushalten mit all meinen Kräften. Und im Moment haben wir so viel andere Arbeit, dass ich halt dafür keine Zeit habe. Und dann habe ich auch noch ADHS. Und dann ist es so typisch. Hast du ADHS? Das wusste ich nicht. Im Erwachsenenalter festgestellt worden. Und das ist so typisch für die ADHS-Leute. Ich habe immer alles zu 99% fertig. Also ich habe im Moment wieder 3 Videos zu 99% fertig. Aber dann den Rest, dann kriege ich es nicht hin. Und da habe ich dann zum Glück die Stefanie, die mit mir arbeitet, die drängt dann immer darauf, dass ich ein bisschen Ordnung reinbringe, ein bisschen System und dann auch mal was zu 100% mache, statt alles immer nur zu 99. Ja, und da könnte vielleicht auch nochmal Struktur ins Buch kommen. Was für Themen hast du im Kopf? Also ich würde gerne ein Buch so schreiben, dass man den Stoffwechsel auch versteht. Also so Grundlagen der Physiologie. Aber jetzt nicht so, dass man irgendwas auswendig lernen muss oder Formeln verstehen muss, sondern dass man Zusammenhänge versteht. Was passiert denn im Hungerstoffwechsel? Was passiert denn, wenn man länger im Hunger ist? Also so, dass man das für sich, was passiert, wenn ich die Glykogenspeicher auflade? Was passiert, wenn ich nur Eiweiß und Fett esse? Was passiert denn dann überhaupt im Körper? Dass man so ein bisschen selber abschätzen kann, was man da in seinem Leben macht. So ein bisschen Biochemie auch dabei, aber ohne Formeln. Also nur, wie die Zyklen ineinander greifen. Harnstoffzyklus zum Beispiel oder die Fettbildung oder die Cholesterinbildung, wie das mit Insulin zusammenhängt, ohne dass man da jetzt Formeln lernen muss, weil das wollte ich auch nie. Sowas schwebt mir vor. Ja. Und dann hat mich ja der Matthias Ritsch, unser Orthopäde, hat mich ja gefragt, ob wir zusammen ein Buch schreiben. Trainingsteil könnte noch der Matthias Botthoff machen, aber dann wird es noch ein größeres Projekt. Also das ist im Moment noch nicht aktuell. Okay. Kannst du ein bisschen drauf eingehen, wie das mit dem ADHS zustande kam, dass es so spät diagnostiziert wurde? Ja, das kam auch durch das Fatigue-Syndrom. Also die Erschöpfung wurde ja immer schlimmer und dann musste ich unter anderem im Schlaflabor, da hat man Rest des Legs erst festgestellt. Und dann hat man alle möglichen verschiedenen Medikamente probiert. Ich nehme ja 3 verschiedene Antidepressiva. Eins davon ist aktivitätssteigernd, obwohl ich ja selbst, also von mir sagen würde, ich habe keine Depressionen. Mhm. Aber einfach, um den Körper wieder in Schwung zu bringen. Ja, und dann ich habe 2 verschiedene Neurologinnen. Und die eine hat dann gesagt, ob ich bereit wäre, mal ein psychoneurologisches Gutachten von mir erstellen zu lassen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn es weiterhilft, ich mache alles, Hauptsache es hilft. Ja, klar. Und da ist dann rausgekommen, dass ich ADHS habe. Also ich hätte es mir eigentlich denken können, so wie ich auch als Kind schon gewesen bin, und dieses immer so 1000 Sachen machen und nicht ruhig sitzen können, so innerlich so eine Unruhe und immer 1000 Fenster offen und also so, aber nichts fertig machen. Nichts richtig fertig machen. Und ja. Ist halt das Problem. Ja. Bei ADHS ist ja Ritalin so ein ganz, ganz gängiges Medikament. Nimmst du das auch? Ja. Also ich habe 5 Milligramm Medikinet. Und das kann ich theoretisch 2-mal am Tag nehmen, soll aber dann 1 oder 2 Tage Pause in der Woche machen. Drug Holiday. Okay. Und ich nehme es aber nur, wenn ich zum Beispiel mich sehr arg konzentrieren muss, also meistens an 3 Tagen vormittags. Weil ich merke, wenn ich das übertreibe, dass dann das Fatigue-Syndrom mich so einholt, dass ich dann überhaupt nichts mehr kann. Also der Körper, der macht einfach nicht mit. Also ich bin so in meinem Körper gefangen halt, dass der total schnell ermüdet und dass das mit dem Ritalin im Kopf dann zwar funktioniert, aber mich dann so schlaucht, dass ich dann wirklich gar nichts machen kann, wenn ich es so häufig genommen habe. Aber es hilft mir schon beim Konzentrieren, also... Ich habe nicht mehr so Ideenflucht in alle Richtungen, wenn ich eine Sache versuche zu bearbeiten. Ja, finde ich echt super spannend, weil ich es nicht wusste. Aber wenn man schon mal jemand da hat, kann man auch mal nachfragen. Ja.
Nächste Frage, wie stehst du zum EMS-Training? Also Strom. Training mit ja. Strom. Und ja. Also die Physiotherapeuten haben ja schon immer Strom bei verletzten Muskeln eingesetzt, um die Muskeln wieder zum Wachsen bringen. Das ist ja schon alt. Was jetzt bei dem EMS-Training neu sein soll, ist, dass man ja nicht trainiert, sondern eine statische Stellung einnimmt und innerhalb von 20 Minuten so viel Muskelaufbau oder Stoffwechselverbesserung hat, wie wenn man ein Krafttraining machen würde. Gibt's eine Unzahl von Studien dazu. Man kann EMS-Training machen. Besser wäre es noch, wenn man dabei sich bewegt. Also wenn es nicht statisch wäre, sondern wenn man sich noch dabei bewegt. Das hat die Sporthochschule Köln in ein paar Studien gezeigt. Was das Gefährliche aber ist, und wenn ich in irgendein Studio gehe, wo mir irgendein Trainer Vollgas auf meinen Körperanzug macht, dann kann am Ende die Kreatinkinase, das ist ein Enzym, was normalerweise in der Muskulatur drin ist und bei Muskelschäden im Blut auftaucht. Das ist ein Zeichen für großflächigen Muskeluntergang. Also nichts, was man jetzt im Sport erreichen möchte. Mhm. Und das kann bis in manchen Studien bis zu 18-fach erhöht sein im Vergleich zu einem normalen intensiven Training. Und wenn dann so viele Muskelzellen kaputt gehen, dann gehen auch so viele große Zellbestandteile in den Blutkreislauf und die können die Niere verstopfen. Also das wird jetzt nicht passieren, wenn man einmal trainiert, aber klar. Wenn man ständig, also man kennt das ja, man ist ehrgeizig, jetzt mach noch mal ein bisschen Strom drauf und dann kann das passieren, dass man eine dauerhaft erhöhte Kreatinkinase hat und sich mehr schadet, als man nützt. Also es gibt in Deutschland übrigens auch DIN-Normen für EMS-Training. Okay. Also kann man sich nochmal erkundigen. Ich habe 35 irgendwas, ich habe die Nummer nicht im Kopf. Ein Herr Kemmler, der wieder heißt, der hat ein paar Studien dazu gemacht und wie die Geräte sein müssen und was man eigentlich beachten soll. Die fallen jetzt unter medizinische Geräte und man sollte eigentlich auch eine gewisse Ausbildung haben, wenn man da den Strom aufdreht, wenn Leute die Westen anhaben. Hm. Also kann man machen, bei Verletzungen sicherlich sehr sinnvoll. Aber da gibt es auch eine schöne Studie, die heißt Iron Beats Electricity. Das ist, wenn es um Stoffwechsel geht, bei übergewichtigen Stoffwechselveränderungen und Gewichtsveränderungen und so, dass man dann mit dem normalen Krafttraining doch noch einen besseren Erfolg hat als nur EMS. Mhm. Mir fallen da jetzt die amerikanischen Coaches, an die man jetzt ab und zu sieht, immer so ein Stromgerät dabei, jetzt nicht im Anzug, aber die machen dann halt ihre Kleberchen da dran und dann wirklich ja. Unter Belastung noch Strom. Sagst du es gut? Ja. Bringt wirklich bei einem Bodybuilder nochmal dieses Mühe mehr? Ja, also gerade bei trainierten Sportlern bringt das offensichtlich, also sagt man, noch mehr als bei Untrainierten. Und wenn man das mit so einzelnen Pads macht, da gibt es ja auch so verschiedene Geräte, dann hat man ja nicht diesen Ganzkörper unter Strom gesetzt. Also das, was man mit den Übergewichtigen und mit den, ich sag jetzt wieder böse, wie ich bin, Trainingsfaulen macht, das ist ja, man steckt die in so einen Ganzkörperanzug, die stehen dann so da und werden mit dem Strom zur Muskelkontraktion gezwungen. Da kann sich gar nicht mehr bewegen. Ja, eben. Und da können natürlich dann viel mehr Sachen kaputt gehen, als wenn ein Leistungssportler spezielle Bereiche nochmal zusätzlich stimuliert und dabei ein Gewicht bewegt. Also das kann man sicherlich, und eben wie gesagt ganz besonders eben bei der, wenn man schon irgendwo eine Verletzung hat, wenn man mit niedrigen Gewichten arbeiten muss oder irgendwas, dann ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich bin ja schon 4 oder 5 Mal am Knie operiert, habe so ganz, ganz starke Disbalancen, mediales, laterales am Quad. Mhm. Würde es Sinn machen, mit so einem Elektro-Ding zu arbeiten, während des Trainings, beim Beinstrecker beispielsweise oder so? Auch zu Hause, zum Beispiel in Ruhe, kann man das machen. Da musst du mal mit dem Physiotherapeuten reden. Mein Mann hat hier so ein Tänzgerät oder wie das heißt. Das ist so ein Hightech-Ding. Mhm. Und das hat ihm der Weibler empfohlen. Der macht so Nervenreizleitung, so ein ehemaliger, ich weiß gar nicht, was der von Ausbildung war. Und der hat ihm das empfohlen. Und bei seinem Bizepsabriss zum Beispiel oder auch bei seinem Wadenteilabriss hat er das regelmäßig gemacht. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Mhm. Ja. Worauf muss man da achten? Da gibt es ja billige, teure. Ja. Muss man wirklich tief in die Tasche greifen? Oder? Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich habe gedacht, vielleicht ist das für mich auch was, wenn ich jetzt nur noch rumliege. Ja. Und diese etwas, da gibt es ja schon ab 50 Euro welche. Ja. Aber das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Das gab es auch schon eine längere Zeit, hat mein ehemaliger Kollege benutzt. Body Tennis, aber ich weiß nicht, das kostet so um die 1200 Euro. Okay. Da hat man dann 4 Pads und kann verschiedene Programme noch mit einstellen.
Und das, was wir haben, das kostet jetzt noch deutlich mehr. Und okay. Das hat aber nur, glaube nur zwei Pads. Oder weiß okay. ich jetzt gar nicht. Aber jedenfalls ist das nur für Teilbereiche auf jeden Fall. Also muss man schon ordentlich in die Tasche greifen. Ja, weil die modernen natürlich auch so sind, dass man die am Körper tragen kann im Training. Und das, was wir haben, das hat ja so einen großen Kasten noch mit dabei. Das könntest du ja nur zu Hause machen. Also da muss man schon ein bisschen in die Tasche greifen, würde ich schon sagen. Also einfach nur ein bisschen Strom drauflegen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht doch erst nochmal den Physiotherapeuten der Wahl fragen, worauf man da gucken sollte und das mit dem zusammen vielleicht aussuchen. Ich bin ja immer der Meinung, jeder muss einen Physiotherapeuten haben. Auf jeden Fall, klar. Ja, und der kann einem da helfen. Sehr gut. Nächste Frage. Was hältst du davon, unter der Woche Kalorien zu sparen, um sie dann am Wochenende in Cheats zu investieren? Meine Meinung zu Cheats kennt man ja schon. Ja. Aber diese Strategie, an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich viel Kalorien zu essen, das macht sicherlich Sinn. Ich würde es halt dann nur nicht in einen Cheat umsetzen, sondern vielleicht einfach in eine, also in Kalorienzufuhrerhöhung mit Lebensmitteln, mit denen man auch sonst arbeitet. Das würde ich bevorzugen. Und dann kann das sicherlich sehr sinnvoll sein. Solche Strategien mit unterschiedlichen Kalorienmengen macht man ja zum Beispiel auch zyklusabhängig, wenn Frauen extreme Probleme mit ihrem Zyklus haben. Dass die so Fressattacken kriegen und so, dass man dafür am Anfang vom Zyklus ein bisschen weniger isst und dafür am Ende umstellt, die Makroverteilung umstellt, aber auch Luft lässt für ein bisschen, was dann halt durch dieses prämenstruelle Syndrom an Naschzeug vielleicht noch reingeht. Mhm. Das ist auch klappt auch sehr gut, wenn Frauen extreme Probleme damit haben. Mhm. Du bist gar kein Fan von Cheats, also wenn jetzt bei euch jemand zu schnell abnimmt, sagst du dann nicht, geh mal einen Burger und ein paar Pommes essen? Nö. Gar nicht. Also, okay. Ich würde, wenn jemand bei uns zu schnell abnimmt, wir reden jetzt mal vom Wettkampfsport, also nicht einfach ein Normalo. Normalo nimmt bei uns nie zu schnell ab, die nehmen gefühlt immer viel zu langsam ab. Und ein Wettkampfsportler, dem würde ich empfehlen, möglichst über die Phase der Diät all diese Lebensmittel zu meiden. Das hat nichts mit dem Stoffwechsel zu tun, das sind einfach psychische Gründe. Jetzt fange ich dann wieder an, den Burger zu essen. Dann ist wieder von Sonntag an bis Mittwoch habe ich wieder diese Burger-Heißhunger. Ach, der Burger ist im Kopf. Wenn ich weiß, ich darf mehr essen, sodass ich keinen Hunger habe in der Diät, mal Phasen habe, wo ich keinen Hunger habe, mit definierten Lebensmitteln, da kann auch mal was dabei sein. Ich sage ja mal so 80-20, da kann auch mal 20% was Verarbeitetes dabei sein. Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Dann kann man das machen. Aber diese Erfahrung zeigt, dass ganz viele dann wirklich entgleisen und dann auch nicht mehr das Ende finden. Also das muss man halt individuell machen, von Sportler zu Sportler. Ich kenne welche, die würden, wenn ich sage, ist ein Burger und drei Pommes, dann würden die einen Burger und drei Pommes essen und nicht vier Pommes. Ja. Das kann man dann auch machen. Das erfährt man ja im Gespräch. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, also ich muss jetzt mal zu Burger King, ich war oder McDonald's oder whatever, ich muss das jetzt haben, weil sonst schaffe ich meine Diät nicht, dann könnten wir das verhandeln. Aber ich würde trotzdem versuchen, das nicht als Belohnung einzubauen. Das ist ja auch für den Rest vom Leben sinnfrei, wenn man Lebensmittel in gute und schlechte einteilt. Und die guten, das sind die, die ja nicht schmecken, die den Zwang ausüben. Und dann gibt's die schlechten und das sind die tollen. Und da im Kopf werden die ja immer größer. Das ist wie wenn man mit dem Kind immer zu McDonald's geht als Sonntagsausflug. Das ist im Kopf dann drin, aber Sinn macht's keinen. Also immer erstmal die Lebensmittel erhöhen, die sowieso schon da sind, kriegt's halt statt 200, 300 Gramm Reis. Genau. Beispielsweise. Ja, die Diät ist ja absehbar. Mit Normalos, wie gesagt, machen wir das auch anders. Wenn jemand sagt, der braucht Schokolade, haben wir jetzt auch, zum Beispiel kann man so eine kleine Rippe, so ein kleines Kinderschokoladenteil oder so essen, damit die Gier kommt auf was ganz Großes. Also das geht sicherlich auch, aber ich finde in der Wettkampfvorbereitung, die meisten haben eh schwer genug, sich dran zu halten. Nächste Frage. Sind Histidin in ERAs und Beta-Alanin allgemein für histaminintolerante Menschen bedenklich? Also Beta-Alanin nicht. Bei Beta-Alanin kommt ja die Frage wahrscheinlich daher, weil das Beta-Alanin im Körper zusammen mit dem Histidin zu Carnosin umgewandelt wird, was den Säurepuffer im Muskel ausmacht. Also wenn ich Beta-Alanin supplementiere, habe ich gar kein Histidin. Das nimmt der aus dem Körper dann später. Histaminintoleranz, das ist ein sehr, sehr weites Feld.
Und also ich beschreibe das immer so: Du hast sehr viele Probleme schon in deinem Darm erzeugt und irgendwann mal kommt obendrauf etwas, das ist dann die Histaminintoleranz. Aber das ist praktisch nur das Tüpfelchen auf dem i von 100 Sachen, die vorher schon schiefgegangen sind. Mhm. Und bei, also es gibt ja auch gar nicht alle Ärzte, die an Histaminintoleranz glauben. Was man aber sagen muss, ist, dass wahrscheinlich es nicht zu einer vermehrten Histaminbildung kommt, sondern eher zu einem verminderten Abbau, weil das Enzym, was das Histamin abbauen soll, aus irgendwelchen Gründen A überfordert ist, weil man viele andere biogene Amine isst oder nicht genug gebildet wird oder keine Ahnung, also irgendwelche Probleme eben. Das glaubt man eher. Nichtsdestotrotz, wenn ich eine Histaminintoleranz habe, warum überhaupt Histidin? Haben wir ja gar nicht gesagt. Aus dem Histidin kann der Körper das Histamin machen und das macht dann diese Symptome. Also man kriegt so einen roten Schädel und Flecken und dann wird einem schlecht, muss erbrechen und Durchfall. Also das ist sehr ungut. Mhm. Angenommen, wir glauben jetzt an diese Histaminintoleranz und du hast es ja so beschrieben, dass es einfach so das 10. Problem im Darm sozusagen on top ist. Ja. Hört sich für mich an, als wäre es reversibel, wenn man all das wieder in den Griff bekommt? Also in den meisten Fällen ist das reversibel. Es kann sein, dass man wirklich einen genetischen Defekt hat, wo nicht mehr genug von diesem Enzym gebildet wird, der DAO, oder wie heißt DAO, mit DAO, die Aminooxidase. Und wenn man davon nicht genug bildet, aus genetischen Gründen, dann kann man natürlich auch nicht mit einer Nahrungsumstellung das wieder in den Griff kriegen. Aber wenn man guckt, dass man keinen Stress hat, dass man den Darm wieder in Ordnung bringt, weil ganz viel von dem Histamin wird von Bakterien gebildet, die im Darm leben. Mhm. Und das, da kann man die Darmbesiedlung verändern. Und man kann generell dafür sorgen, dass das Enzym nicht überlastet ist. Und wenn man das von Grund auf langsam hinbekommt, dann kann man später auch wieder mal gucken, nach der Karenzphase, also wo man wirklich strikt alles meidet, dass man einzelne Lebensmittel, die einem wichtig sind, vielleicht wieder dazunehmen kann und dass das Enzym dann genug Aktivität hat, um mit dem Histamin klarzukommen. Also das ist kein hoffnungsloses Geschehen. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht in der Rückführung zum Leben. Ist aber sehr aufwendig, weil man wirklich ganz unten im Darm beginnen muss und Histamin ist das Problem, was ganz am Schluss eigentlich erst drauf kommt. Okay, baut man dann von oben quasi ab schon fast oder fängt man von unten an? Genau, also wenn man einfach nur histaminhaltige Lebensmittel meidet oder histaminfreisetzende Lebensmittel, dann wird man über kurz oder lang an einem Punkt stagnieren, der nicht mit gesund einhergeht. Also man hat dann irgendeinen Status quo, aber es hat nichts mit einem gesunden Darm zu tun. Das ist halt, reicht nicht aus. Wir bleiben bei Supplements, finde ich auch eine interessante Frage. Sind die Hüllen von Kapseln ungesund oder unbekömmlich? Das wäre ja cool. Also natürlich nicht. Das sind ja alles, Supplements sind ja Lebensmittel. Das heißt, alles, was da drin und drumherum ist, muss auch Lebensmittelqualität haben. Und Kapselhüllen gibt es unterschiedliche. Zuerst hat man immer Rindergelatine genommen, wegen der muslimischen Bevölkerung. Dann aber gab es ja BSE. Dann hat man Schweinegelatine genommen oder es gibt auch Fischgelatine als Kapselumhüllung, um all diesen Zeug aus dem Weg zu gehen. Und was jetzt ganz aktuell ist, wo wir auch die meisten Sachen drin haben, das sind die Veggie-Cups. Also das ist dann irgendein Zuckerpolymer, das dann die Kapselhülle bildet und kann dann einfach verdaut werden. Also da ist überhaupt nicht schädlich dran. Gar kein Problem, auch nicht, wenn ich irgendwie 48 Kapseln am Tag fresse. 48 Kapseln nicht. Wo ich eher ein Problem sehen würde, ist, wenn man so viele von diesen Presslingen isst. Also diese zusammengepressten, weil da sind so viele Füllstoffe und so viele Klebestoffe drin, das sehe ich eher problematisch. So eine Kapsel, wenn das aus einem guten Kollagen ist, dann hat man sogar noch was für seine Kollagenversorgung getan. Ja. Aber Kalorien wieder zugeführt. Das braucht man nicht mitrechnen. Okay. nächste Frage. Was haben frühere Bodybuilder wie Ronnie Coleman und Dorian Yates anders bzw. besser gemacht als die heutigen und umgekehrt? Hast du dazu eine Meinung? Haben die was besser gemacht? Also ich das ist die Frage. Und wer ist gemeint von den heutigen? Wer ist gemeint von den heutigen? Ja, lass uns mal Ronnie Coleman mit einem Phil Heath vergleichen. Beide viele Titel, aber doch würde ich sagen schon, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Stück weit andere Herangehensweisen, neue Standards. Ja.
Auf jeden Fall hatten die kein Social Media. Ja. Hatten die kein Social Media. Das war schon mal bestimmt ein Gewinn, weil du konntest dich voll auf dein Training konzentrieren und musstest nicht gucken, wie viele Follower du hast, sondern da haben einfach die Wettkampferfolge gezählt. Und durch, was auch aufgekommen ist, durch diese Vernetzung, ist, dass man ja viel mehr Coaches auch kennengelernt hat und sich das viel mehr verbreitet hat. Oh, da gehst du dahin, da gehst du dahin und dann hast du das und das. Und ja, das sind ja heute alles kleine Pharmakologie-Professoren, diese Coaches. Und da ist natürlich sicherlich in der Entwicklung einiges anders geworden. Was man aber trotzdem immer braucht, ist ein hartes Training und Konsequenz. Das, glaube ich, wird von dem, kann man keinem von denen absprechen. Also egal aus welcher Generation. Ich fand halt Ronny und Dorian, die waren irgendwie spektakulärer. Aber das ist halt, ich finde jetzt bei den Neuen ist jetzt keiner mehr so dabei, wo ich jetzt sagen würde, wow, oh, den muss ich unbedingt sehen. Das war bei Dorian anders, als ich das, den einmal live sehen konnte. Da habe ich gedacht, boah, da ist mein Herz richtig schnell geschlagen. Und Ronny Coleman, der war ja mal bei Allstars mit uns auf der FIBO. Da habe ich gedacht, boah, das würde mir jetzt nicht passieren, wenn ich Brandon Curry treffen würde oder sonst irgendeinen. Klar. Du das als jemand, der es schon gesehen hat, quasi so jemanden wie Ronny Coleman, Dorian Yates, war das wirklich anders? Also würdest du sagen, der Körper war anders? Gibt ja auch immer so die Verfechter, die sagen, ja, früher die Bilder waren halt einfach nicht so hochauflösend und deswegen waren die schon so ein bisschen körniger und deswegen sah das so aus, die würden heute genauso aussehen. Nein. Also ich versuch's mal so bildhaft zu beschreiben. Mhm. Wenn du früher jemanden Backstage gesehen hast von denen, dann hast du schon mal gesehen, oh, der ist hart, der ist in Form. Und der andere eher nicht so. Das hat man Backstage schon einigermaßen sehen können. Natürlich, Präsentation so jetzt mal außen vor, rein die Form. Heute ist es ja so, du siehst die unangespannt und dann denkst du, what the fuck, wo ist denn da die Diät geblieben? Alles also da glatt. Man hat den Eindruck, die hätten so eine dicke, fette Haut obendrauf und wären voll die Wasserbomber und dann gehen die auf die Bühne und dann spannen die an und dann kommen trotzdem Striche. Und die sind halt voller, voluminöser und also ich vom Aufwand her ist das garantiert deutlich schwieriger, jemanden so voluminös und noch in Form zu bringen, als jemand, wo man sagt, okay, den mache ich ordentlich Masse drauf in der Aufbauphase und naja, wenn der genug Masse hat, ziehe ich den so weit runter, dass der Knochen trocken ist, bleibt immer noch genug übrig, als dann noch zu sagen, ah, jetzt muss ich aber wieder die Fülle reinbringen. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja, es waren aber einfach auch andere Helden, finde ich. Also würdest du schon auch sagen, die haben irgendwie anders hart gearbeitet als heutzutage? Das sagt man. Also ich kenne es ja auch nur aus den Trainingsvideos. Ich habe ja mit dem Dorian nie trainieren dürfen, aber diese Trainingsvideos, das ist schon was anderes. Und auch so, zum Beispiel, wenn der Ronny Coleman da so erzählt hat, was er so macht, wenn das alles gelogen war, dann war das schon ein brutales Training, was er da hingelegt hat. Also ich meine, steckst ja den Leuten nicht drin. Das ist ja praktisch auch ein Fremder gewesen. Wir haben am Tisch gesessen und haben uns unterhalten. Aber heute hört man doch über den einen oder anderen, ja, das ist ein fauler Hund und der macht alles nur mit Chemie und wenn der mal richtig trainieren würde. Es ist so viel, ich sag jetzt mal, so viel Wissenschaft da eingezogen. Wie viel Wiederholungen muss ich machen? Muss ich Teilwiederholungen machen? Muss ich, keine Ahnung, Supersätze machen, Dropsätze und plus das alles, was da in der Pharmakologie eingezogen ist, das ist so ein großes, unüberschaubares Feld geworden, dass man sich vielleicht ein bisschen verliert. Und die Leute, die immer hart und schwer trainiert haben früher, die haben es ja auch super hingekriegt, aber die haben, glaube ich, nicht 5 verschiedene Berater gebraucht. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, wenn ich jetzt so vergleichen müsste, diesen Look von damals und diesen plastischen glatten Look bis zum Anspannen der Muskulatur, kommt dann mir sofort eine Sache in den Kopf, die aber ja damals auch schon gemacht wurde. Also wenn man Protokolle anguckt von einem Ronny Coleman mit Chad Nichols, wenn da auch nicht alles gelogen ist, das kann es ja nicht sein dann, allein nicht. Nicht, nein, nicht alleine, aber ich meine, da bleiben wir ja heute nicht. Also das ist ja... Ja, ich weiß, ja. Aber du findest früher auf jeden Fall schöner. Ja. Also muss ich sagen, vielleicht weil ich alt bin, aber ich finde es auf jeden Fall. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das hat was von hart erarbeitet und ohne den anderen jetzt die harte Arbeit abzusprechen, aber das sah so richtig nach Entbehrung aus und nach ich habe Stunden in irgendeinem dreckigen Keller geschwitzt und nichts zu fressen gekriegt und jetzt stehe ich hier oben.
Und heute wird doch immer so versucht, so Umweg, ja, dann mache ich noch das, dann ist der Stoffwechsel ein bisschen schneller, dann kann ich noch 100 Gramm Reis mehr essen. Nee, früher hat man einfach 100 Gramm Reis weniger gegessen. Ja, und ja. Noch mehr Cardio gemacht. Ja, zum Beispiel. Also solche Sachen. Ja. Oder einfach härter Diät, kein Cardio oder härter Diät. Also man hat weniger Schnickschnack gemacht. Und ich glaube, das ist, ja, jeder Sport entwickelt sich weiter. Mhm. Hat man vielleicht auch weniger verhandelt? Heute wird immer so viel verhandelt, habe ich so das Gefühl. Kann ich nicht noch und können wir nicht hier und können wir nicht da? Es ist so ganz also komisch, ganz komische Art. Früher hat man wahrscheinlich einfach gesagt, gut, wenn du sagst, so Scheiße fressen, esse ich als Scheiße. Oder ich esse halt nichts. Ja. Also, ich habe es ja schon mal erzählt. Zu meiner Zeit, wenn du Bodybuilder warst und wolltest Gemüse essen, hat man gesagt, was willst du Gemüse essen? Dann mach kein Bodybuilding. ja. Das war halt irgendwo also, primitiv, aber es war halt trotzdem auch einfach so on point. Fertig. Aber es wurde nicht verhandelt. Also du hast doch zu einem Coach nicht sagen können, ja, also meinst du, ich könnte heute mal das und das essen und kann ich heute mal das und kann ich mal, vielleicht ein bisschen, da wärst du sofort rausgeflogen. Ja. Und du hattest ja nur einen in deiner Umgebung, also mit dem musstest du dich gut stellen. Und wenn der gesagt hat, frisst Scheiße und dann machst du das auch, dann hast du es auch gemacht. Hm. Aus Angst. Also aus Angst, weil du kannst ja nirgends anders hin. Ja. Ich weiß nicht, ob das besser war, aber es war halt eine komplett andere Zeit. Ich sehe das heute ja bei uns. Da wird schon ab dem ersten Tag der Diät verhandelt, wann es den ersten Cheat Day gibt und wann man das Lebensmittel mal gegen was anderes austauschen kann. Ja, kann man. Mach selber. Kannst du auch selber machen. Ich sage immer, heute ist alles moderner. Man kann natürlich 1000 verschiedene Lebensmittel reinbringen, aber es macht es deswegen nicht einfacher. Mhm. Eher schwieriger am Ende, weil logisch. Nachher kaufst du gar nichts, wenn da irgendwie 38 Teesorten stehen auf dem Tisch im Einkaufsladen, läufst du bei und sagst, dann halt heute keinen Tee. Wer Kamille, ja. Pfefferminz und Hagebutte da gestanden, hättest halt eingenommen. Ja, und es ist ja auch so, wenn du immer die gleichen Lebensmittel isst, dann hast du ja schon mal auf jeden Fall, was Mineralien oder Natrium und Kalium angeht, immer den gleichen Spiegel, egal wo der liegt. Und wenn du heute da mit deinen ganzen Zaubereien da und den Flav-Dingern und keine Ahnung was, damit es irgendwie schmeckt. Warum muss das denn nicht schmecken? Es muss denn schmecken. Es muss einfach so viel sein, dass man nicht stirbt. Weil schmecken verführt doch nur dazu, dass man noch mehr essen will. Mhm. Gut, ich habe ja zum Glück auch noch junge Unterstützer, die ein bisschen mehr Verständnis für solche Sachen haben. Ja. Und wir gehen zurück zu Supplements. Wie sinnvoll ist ein Casein vor dem Schlafengehen wirklich? Ja. Also da ist ja die Studienlage eindeutig und da gibt es einen schönen Übersichtsartikel über die Proteinzufuhr im Sport von den Nutrition Stands. 30 Gramm Casein vor dem Schlafengehen ist eine wundervolle Möglichkeit, über Nacht den Aminosäurespiegel hochzuhalten und die Regeneration einzuleiten. Punkt. Sollte man sich geben. Okay. Angenommen, wir gehen jetzt nachher aus dem Podcast raus, ich esse eine große Mahlzeit und gehe dann ins Bett. Sollte ich dann vielleicht trotzdem noch mal irgendwie 30 Gramm Casein hinterher schießen? Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das dann Sinn macht. Aber das kommt immer darauf an, wie lang der Abstand von der letzten Mahlzeit zum Schlafengehen ist. Und häufig ist ja so, dass die Leute dann auch vom Fernsehen noch rumgammeln und da irgendwas anderes dann essen. Und dann ist es wunderbar, wenn man so einen Quark mit ein bisschen Beerenobst oder ein Casein mit Beerenobst oder von mir aus auch mit Gemüse, keine Ahnung, das kann man ja machen, wie man möchte. Und dann hat man nochmal ein schönes Betthupferl und kann gut schlafen, weil schlafen ist auch wichtig. Und da hilft das Casein auch dabei. Mhm. Wie lange von der letzten Mahlzeit bis zum Betthupferl? 2 Stunden? Ja. Gut. Nächste Frage oder nächster, ich sag mal Einwurf, nächste These, nächste Behauptung. Ich habe mal gelesen, dass man Vitamin K2 gar nicht überdosieren kann, weil der Körper es einfach nicht aufnimmt. Stimmt das? Ja, das bezieht sich auf letztes Mal, als ich gesagt habe, Sie müssen ein bisschen aufpassen beim Impfen. Mhm. Wenn Sie sowieso Probleme mit der Blutgerinnung haben, dann sollen Sie vielleicht auch mal dran denken mit dem Vitamin K. Das war ja jetzt ein ganz spezieller Fall. Da ging es darum, ob ein Sportler, ein Krafttrainierender, vielleicht Unterstützender beim Impfen ein Problem haben kann. Und da gibt es ja das mit der Blutgerinnung. Und da habe ich gesagt, ja, wenn man dann auch noch mit dem hochdosiert mit dem Vitamin K drin war, dann ist das vielleicht kein so guter Zeitpunkt, sich impfen zu lassen. Jetzt allgemein für den Normalo ist das Vitamin K, obwohl es zu den fettlöslichen Vitaminen gehört, da werden nur um die 100 Milligramm gespeichert im Körper.
Das heißt, es ist nicht wie die anderen Vitamine in großen Mengen. Das heißt, man muss es regelmäßig zuführen. Und diese klassische Funktion der Überdosierung von Vitamin K, die hat man so nicht gezeigt. Hier in dem Fall ging es wirklich nur darum, dass man Sachen tut, um die Blutgerinnung, also das Verkleben von Blutplättchen zu verhindern, indem man zum Beispiel noch ASS dazu nimmt oder irgendwas, um das eben zu fördern, und dann auf der anderen Seite hochdosiert Vitamin K. Das ist ein ganz spezieller Fall und nicht immer alles auf alle, auf die Allgemeinheit beziehen. Also die muss Frage, man Angst haben oder nicht? Nein, muss man nicht. Und supplementieren muss man aber wahrscheinlich auch nicht, weil wenn man sich mal die Lebensmittel anguckt, wo Vitamin K drin ist, das bisschen, was man braucht, das kann man eigentlich leicht aus der normalen Ernährung bekommen. Mhm. Ja. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich auch betrifft. Ich bin da so ein Fan davon, nach dem Training ein paar Trolli-Gummibärchen zu essen, meine sauren Würmer, meine Lieblingsgummibärchen. Bringen Gummibärchen wirklich was nach dem Training als Netti? Gut, das ist jetzt wieder so ein Zusatz. Oder müssen das hauptsächlich die Insulinianer machen? Also ich glaube, die kommen mit ein paar Gummibärchen nicht hin. Also die kann man jetzt schon mal gleich ausschließen bei ja. der Strategie. Ja. Jetzt machen wir meine Gummibärchen nicht matig. Ja. Bei mir kriegt keiner Gummibärchen. Schade, deswegen bin ich ja nicht bei dir. Ja, das sagen viele. Das höre ich auch oft als Argument. Deswegen bin ich ja nicht bei dir. Ja, ich will die behalten. Ja, also ich meine, was ist in so einem Gummibärchen drin? Wie viel Gramm ist das? Gelatine, keine Ahnung, 100. 60 Gramm. 100, ja, oder 50, je nachdem. Ja, okay. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja, schmeckt doch gut. Ja. Ja. Das würde ich in etwas anlegen, was der Körper besser hinbekommt. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sagt, ich esse das so clean und das ist mein ganzes Highlight am Tag, ja meine Güte, dann können es auch die Gummibärchen sein. Die sind auf jeden Fall schnell im Blut und erhöhen den Blutzuckerspiegel, und insofern kann man das auf jeden Fall machen. Und wenn man es im Griff hat, das sehe ich ja oft, dann haben sie so ihr Döschen dabei und da sind dann so vier so Gummiteile drin. Ja. Ach, bitte. Das schadet nichts. Ja, aber würdest du wahrscheinlich lieber ein paar Reiswaffeln nehmen, wenn es sowas gibt? Ich würde das flüssig machen. Flüssig. Okay. Mit Dextrin, whatever. Mit hochmolekularer Maisstärke, weil die einfach besser Magen, also die hat nicht so eine hohe Osmolarität, das heißt, sie zieht kein Wasser in den Magen und ist deswegen leicht verdaulich, macht keine Magenprobleme, geht schnell durch und man kann dann auch schnell wieder was Richtiges essen. Mhm. Und Dextrose verteufeln wir mittlerweile komplett, weil es zu viel Wasser im Darm bindet. Maltodextrin ist auch scheiße. Ja, aber das ist ja mein Gummibärchen das Gleiche. Ja. Im Magen, stimmt. Nicht im Darm, im Magen. Entschuldigung. Genau. Aber das ist ja das Problem. Diese hohe, also Fachwort ist ja Osmolarität. Das heißt, dieses hohe Wasserziehen in den Magen-Darm-Trakt. Also erstmal in den Magen. Und dass es deswegen so lange nicht rauskommt. Diese hypertonen Sachen. Ja, es ist jetzt beim Kraftsportler vielleicht nicht die alleroberste Priorität, weil du hast ja bis zum nächsten Training Zeit, die Speicher aufzufüllen. Sieht beim Ausdauersportler schon ein bisschen anders aus, aber optimal ist es sicher nicht. Mhm. Deswegen Dextrose, Maltodextrin mit seiner kleinen Verzweigung ist da jetzt auch nicht viel vorteilhafter. Da muss man schon zu was Großem greifen, wenn man das wissenschaftlich machen will. Ansonsten tun es locker auch die Gummibärchen. Ich mache mir mal nochmal Gedanken, jetzt wo du mir so ein bisschen ins Gewissen geredet hast. Vielleicht muss ich da ein bisschen was umstellen. Schmeckt halt gut. Hallo? Aber keine Probleme, schmeckt gut. Ah ja, okay. Ja. Ich guck mal. Ich guck mal, ob ich da auf deinen Rat höre. Wir machen weiter mit den Nettis. Wie kann die Testosteronproduktion natürlich gefördert werden? Geht das signifikant Gibt's überhaupt? Gibt's auch ein neues Paper? Jein. Also ich sag jetzt mal so, man kann, ich würde es mal eher so ausdrücken, wenn du aus irgendeinem Grund eine für dich individuell, hast du ja deinen bestimmten Testospiegel, also jeder Mann hat einen unterschiedlichen, aber für sich individuell, und wenn der aus irgendwelchen Gründen unterhalb dessen ist, was du selber produzieren könntest, dann kann man eine Wirkung erwarten. Also das weiß man ja zum Beispiel von Tribulus oder solchen Sachen. Du kannst, wenn du viel Stress hast, das ist ja ein Hauptgrund für einen niedrigen Testosteronspiegel, viel Stress, Kaloriendefizit und alles Mögliche, dann kann es eben sein, dass du mit deiner Eigensynthese nicht auf die adäquate Menge kommst, die du eigentlich bilden könntest.
dann gibt es ja verschiedene Sachen, die man da einsetzen kann. Und bei diesem Artikel, da haben sie ja zum einen die Aromatasehemmer, also pflanzliche Aromatasehemmer, das Enzym, was aus dem Testosteron Östrogen macht, also praktisch das Gute wegfängt und in was Schlechtes umwandelt. Mhm. Da gibt es jede Menge, ich weiß gar nicht, was die da alles untersucht haben. Aber Datenlage ist sehr unklar und ja, meistens nicht an richtigen Sportlern gemacht. Also kann man versuchen, weiß ich eher nicht. Was eine Rolle spielt, ist aber auf jeden Fall eine unterkalorische Ernährung. Also wenn man sich dauerhaft im Defizit befindet, dann wird die Testosteronproduktion auf jeden Fall eingeschränkt. Und da würde es Sinn machen, zu gucken, ob man irgendwas findet, mit dem man die wieder ein bisschen ansteigern kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit, da mal so ein Substrat zu probieren. Hm. Und ganz besonders wichtig, wenn man sich fettarm ernährt. Das gibt es ja zum Glück heute im Bodybuilding nicht mehr in dem Maße, wie es früher gab. Früher hat man ja gar kein Fett gegessen. Und wenn man sehr niedrige Fettzufuhr hat, dann ist auch es wird ja aus dem Cholesterin gebildet, das Testosteron, wie alle Geschlechtshormone. Ja. Und da sind wir wieder da. Und da braucht man ein bisschen auch Fett, damit das ordentlich funktioniert. Am besten wäre auch ein bisschen Cholesterin essen. Aber wie gesagt, das kann ja der Körper selber bilden. Man weiß aber, dass eine sehr fettarme Ernährung beim Mann auf jeden Fall kontraproduktiv ist für die Testosteronbildung. Das weiß man. Und Kalorien, also jetzt auch so einen klassischen Wert, das liegt so bei 45 Kalorien pro Kilogramm fettfreier Masse am Tag. Wenn man da drunter geht, dann ist auch das Risiko erhöht, dass eben nicht mehr genug Testosteron gemacht wird. Und da kann man dann durchaus mal probieren, ob man mit so einem pflanzlichen Produkt eine Steigerung haben kann. Wie gesagt, ich empfehle den Artikel, da sind alle Produkte angeguckt. Ich habe übrigens ein Video schon zu 90% fertig. Zu diesem Thema. 90 nur, keine 99. Nein, nur 90. Ja. Muss die Steffi fertig machen. Ja, die muss dann Druck machen. Ja. Und weil ich habe überlegt, ob ich das Paper einfach nur übersetze und dann dafür einen Blogbeitrag mache oder dann geht es immer so hin und her im Kopf und dann mache ich es erstmal wieder gar nicht. Da habe ich erstmal ein Cortisol-Video gemacht. Jetzt. Okay. Das ist 99% fertig. Deswegen, jetzt wisst ihr, warum das so lange dauert, bis neuer Output kommt hier auf dem Always Power TV-Kanal. Immer alles, eigentlich ist schon ein Jahr fertig geplant. Man müsste bloß noch irgendwie auf Veröffentlichen drücken, aber irgendwie kriegt man es nicht hin. Ja. So ist. Ja. Jetzt warst du gerade schon bei fettfreier Masse. Da können wir gleich einhaken. Irgendwie gut geordnet oder du machst es clever, dass du schon die Überleitungen machst. Wird die Fettmasse mitgerechnet beim Bestimmen des Proteinbedarfs oder geht man besser von der Magermasse aus, also fettfreier Masse? Ja, da unterscheide ich ja immer zwischen dem reinen Proteinbedarf. Das ist ja wirklich das, was man braucht, um die körpereigenen Eiweiße alles zu erhalten und wieder zu erneuern. Und der Makroempfehlung, also wie man seine Makrozusammensetzung bestimmt. Und das ist ein großer Unterschied, weil der Proteinbedarf, da müsste man schon auf die fettfreie Masse runterrechnen, wenn jemand sehr viel Fettmasse hat. Wenn es rein um den Bedarf geht. Aber wenn es darum geht, wie viel esse ich denn in der Praxis, dann haben wir ja folgendes Problem. Die mit dem hohen Körperfettanteil, bei denen es also eine Rolle spielen würde, dass man es rausrechnet, die wollen ja dann meistens auch abnehmen. Und wenn man da Kalorien berechnet und Makrosverteilung berechnet, ja, wenn man da jetzt dann auf die fettfreie Masse zurückgeht, dann haben die ja nur ganz, ganz wenig Protein. Das heißt, die Lücke für die anderen Kalorien, Fett und Kohlenhydrate, ist riesig groß. Das kann nicht gut sein, ist auch nicht gut. Dann geht man lieber, nimmt man 2 Gramm, geht von der Gesamtmasse aus. Das ist dann nicht der Bedarf, sondern das ist eine Zufuhrempfehlung bei der Makroverteilung. Und dann hast du eben einen großen Kalorienanteil vom Block schon abgedeckt über Eiweiß. Das sättigt wunderbar, das schützt den Muskel vor Abbau und so weiter, das ganze Zeug da. Aber in erster Linie hast du dann die Lücke zwischen Kohlenhydraten und Fetten, die noch gefüllt werden muss. Dann da muss er eben keine 350 Gramm Kohlenhydrate mehr essen, die werden niemals verbraucht. Mhm. Das ist der Punkt. Ja.
Jetzt kommt wieder der Pragmatiker, der auch Gummibärchen nach dem Training isst und sagt, können wir nicht einfach sagen, 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht essen? Und ich freue mich einfach, dass ich weiß, wenn es auch immer 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht sind, dann verliere ich keine Muskeln. Aber da erfreue ich mich dann an dem Fakt, dass es so ist. Aber ich mache jetzt keine Wissenschaft draus, ob ich jetzt 1,74 auch ganz genau gut vertragen könnte. Also man sagt so zwischen 1,6 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so in der Muskelaufbauschiene. Da muss man immer gucken, was man für eine Methode zur Messung überhaupt genommen hat, weil die moderneren Methoden, die würden eigentlich auch noch auf ein bisschen höheren Anteil an Protein kommen. Aber das ist ja alles viel zu kompliziert. Wenn wir von 2 Gramm ausgehen, dann treffen wir 90% der Klienten, sage ich jetzt mal. Ja. Die sind da drin. Und wenn jemand irgendwelche Probleme hat, weil er zu viel Hunger hat oder weil er zu schlecht abnimmt, dann kann man mit dem Protein höher gehen. Da ist aber auch egal praktisch, wie viel Gramm pro Kilogramm Körper das Gewicht ist, sondern einfach die Proteinmenge erhöhen in jeder Mahlzeit, dass man ein bisschen mehr Sättigung hat. Mhm. Ganz praktisch. Mhm. Ja. Thema Sättigung. Das ist wieder gut gesagt, dass man wieder auf die nächste Frage kommen kann. Weit entfernt trotzdem, aber ich kann die Überleitung machen. Kann der Magen sich an große Essensmengen anpassen und sich auch wieder zurückbilden? Wenn ja, wie lange dauert der Vorgang? Also wenn man über Hunger und Sättigung spricht, dann ist einer der ersten Signale die Dehnungsrezeptoren. Und das ist einmal im Mund, wenn man viel kauen muss, werden die angesprochen, und dann eben im Magen der Füllungsgrad. Das wird gemessen. Das ist ein kurzfristiges Sättigungssignal. Das wissen wir alle, wenn wir Wasser trinken oder nur Ballaststoffe essen. Das geht einen kurzen Moment, kann man den Körper überlisten, aber nicht dauerhaft. Mhm. Ja. Und je mehr ich in mich reinstopfe, das ist ja dann meistens, habe ich auch schon öfter erwähnt, eher ein psychisches Problem oder eben auch, wenn ich in einer Aufbauphase bin und wirklich deutlich Essen in mich reinstopfen muss, dann werden die Dehnungsrezeptoren natürlich immerzu angesprochen, immerzu. Dann stumpft das irgendwann mal ab. Mhm. Deswegen, ob das jetzt 2 Tage dauert, bis sich das wieder einreguliert hat, oder eine Woche, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man weiß schon auch, dass die Leute, die immer kleine Portionen essen, die sagen dann, ihr Magen ist kleiner geworden. Sie können gar nichts Großes mehr essen. Der Magen an sich, das ist ja ein Muskel, der wird nicht kleiner. Aber die Dehnungsrezeptoren sind halt wieder empfindlicher und die springen halt schon an, wenn der Magen nur so ist. Statt erst, wenn man aufgefüllt hat mit einem halben Schwein. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Ja. Mhm. Also es mag sich anhören, als wäre es kleiner geworden oder mag sich so anfühlen, aber der Mechanismus dahinter ist ein anderer. Ja. Gut, nächste Frage. Wie ermittelt man am besten seine Hormonwerte? Ich hatte gravierende Unterschiede in Proben von Speichel und Blut. Also man kann beides machen natürlich. Die klassischen Mediziner, die machen immer aus dem Blut. Und im Blut hat man dann ja immer die gebundene und die freie Form. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Testosteron messen lasse, dann kommt es darauf an, ob ich Gesamttestosteron messen lasse oder freies Testosteron. Im Speichel dagegen, da habe ich immer die freie Form. Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht auch diese Unterschiede erklären. Also wenn ich Gesamttestosteron messen lassen habe, dann müsste man auch das Bindeprotein wissen, das SHBG. Und dann müsste man wissen, wie viel ist da gebunden und wie viel ist frei und den Quotienten. Und dann wüsste man, wie viel Freies hat. Und das müsste dann schon vergleichbar sein mit dem im Speichel. Wobei natürlich das, im Blut das weniger schnellen Schwankungen unterliegt als im Speichel. Also ich glaube, diese Leute aus der Orthomolekularmedizin und so, die machen viel aus dem Speichel, eben um die freie Form zu haben. Und die klassischen Mediziner, die machen eher so aus dem Blut. Kann man aber beides machen. Also ist nicht verkehrt Speichel, aber wenn man es jetzt wirklich, wenn man es richtig machen will, ist Blut schon besser. Richtig. Ja, also ich würde sagen ja, weil zum Beispiel Bindeproteine spielen ja nicht nur für die Testosteronbindung eine Rolle, sondern die machen ja auch eine Aussage davon, ob man zu Übergewicht neigt, und alles Mögliche kann man an denen noch erkennen. Und wenn man nur den freien Wert hat, dann weiß man eigentlich noch nicht so viel. Es könnte ja sein, dass man zum Beispiel eine ganz niedrige Testosteronbildung hat, aber auch ganz wenig Bindeprotein, dann hat man viel Freies, aber Gesamttestosteron ist trotzdem niedrig. Also ich würde halt immer versuchen, so einen umfassenden Überblick wie möglich zu bekommen. Das wäre der Punkt. Aber Cortisol zum Beispiel, das kann man gerne mal machen, aus dem Speichel mal den Tagesverlauf messen lassen, ob man der sehr hohen Stressbelastung ausgesetzt ist. Das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit. Mhm. Muss
Da geht es ja ums Freie. Gibt es da auch so Kits, so Testkits, die man selber bedienen kann, oder muss man dann auch wieder zum Arzt? Ich bin ja immer so ein Arztfauler, der ja, gerne die Dinge auch selber macht. Also fürs Cortisol gibt es auf jeden Fall welche, die man selber machen und dann einschicken kann. Okay. Also selber analysieren, das ist halt so eine Sache. Mhm. Und bei den anderen, da gibt es Qualitätsunterschiede. Also ich habe mal mit dem Mediziner gesprochen, der hat gesagt, ja, da, wenn du das machst, so einen Selbsttest, da kannst du auch gleich würfeln. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu, um Gottes Willen, aber ja. So würfeln möchte ich doch dann nicht, wenn es um meine Hormone geht. Das stimmt, ja. Wie geht ihr bei Coaching-Kunden vor, die unter Heißhunger bzw. Binges leiden, neben gegebenenfalls einer Psychotherapie weitere Tipps und Ratschläge? Ja. Also Psychotherapie hört sich immer so krass an. Heißt Binges, geht direkt zum Psychiater und das irgendwas. Ja, genau. Verschreibt. Also erstmal muss man ja mal gucken, woher das kommt. Wenn das natürlich ein Problem ist für einen Psychologen, ist das was anderes. Aber oft kommt es ja auch davon, dass man zum Beispiel, das ist ja auch so ein typisches Verhalten, ich möchte jetzt weniger essen als vorher und dann fange ich mal morgens an und esse schon mal nichts, weil der Tag fängt ja gut an, da bin ich noch hoch motiviert und dann so gegen Mittag esse ich vielleicht ein bisschen was und dann abends, da kommt dann der Heißhunger und dann kann ich mich nicht mehr beherrschen. Also ganz viele Dinge kann man schon ausschalten, solche Binge-Phänomene kann man schon ausschalten, wenn man die Mahlzeiten ordentlich gestaltet, wenn man die Mahlzeitenabstände ordentlich gestaltet und wenn man die Mahlzeitenzusammensetzung etwas überdenkt. Weil häufig ist es so, dass die Leute sagen dann immer, ja, ich esse nur 1400 Kalorien, aber jeden zweiten Tag gehen nochmal 3000 rein, dann hätten sie lieber 1800 gegessen und hätten es auch durchgehalten. Also solche Sachen kann man da ganz einfach ausmerzen bei den meisten, wenn es jetzt keine psychischen Probleme sind. Oft liegt es am Essverhalten, an der Nahrungsmittelauswahl und an solchen Dingen. Und das kann man gut in den Griff kriegen, wenn man gut zuhört. Mhm. Das ist ja beim Coaching wichtig, dass man gut zuhört. Mhm. Es gibt ja keine dummen Fragen, deswegen frage ich mal blöd. Man sieht ja hin und wieder solche Bildchen, so ganz vereinfacht. Lust auf Schokolade ist Mangel XY, Lust auf dies ist Mangel so. Dann gibt es noch den und den Mangel, wenn ich da, was sagst du dazu? Schwierig. Also es gibt bestimmt Menschen, Vereinzelte, die sowas instinktiv noch können. Das wäre ja in der Evolution mal sinnvoll gewesen. Mhm. Aber das würde ich heute den meisten Menschen absprechen. In dem Moment, wo du über längere Zeit verarbeitete Lebensmittel gegessen hast, glaube ich, geht dir das verloren. Okay. Aber zum Beispiel so Eisenmangel und Fleischheißhunger und sowas, spielt sicherlich eine Rolle, aber dass man jetzt von Schokolade direkt auf, weiß ich, auf einen Magnesiummangel oder keine Ahnung schließen kann. Ich glaube, das war es nämlich, sogar Schokolade. Ich glaube, Magnesium, so, ja. Also ich weiß, ich habe keinen Magnesiummangel, aber wenn es danach geht, müsste ich wahrscheinlich mit Magnesium so defizitär sein. Also ich glaube nicht, dass der moderne Mensch von heute, der sich diesem Fertigprodukten schon ausgeliefert hat, dass der das noch beherrscht. Es gibt Leute, die intuitiv Essen üben. Da gehört ja sowas auch dazu. Das kann man sicherlich wieder hinbekommen. Aber für die meisten, glaube ich. Dann lasse ich lieber mal einen Blutspiegel messen und da weiß ich es auch. Mhm. Und supplementiere dann. Und wenn dann die Lust auf Schokolade noch immer da war, dann war es halt doch was anderes. Mhm. Aber Eisenmangel und Lust auf Fleisch finde ich interessant. Ich habe mir ja damals mal mit Ibuprofen komplett die Leber zerschossen. Da hatte ich 800er GPT- und GOT-Werte, weil ich nach einer OP dem dummen Rat des Arztes gefolgt bin und irgendwie 400-800er Tabletten am Tag genommen habe, bis die Packung leer war, bis der Big Pack quasi aufgebraucht war. Und da hatte ich keinen Bock mehr auf Fleisch. Also null. Ich hatte richtig Ekel vor allem, was mit Fleisch zu tun hatte. Du musst fast spucken. Und habe das auch der Ärztin damals erzählt. Da kam sie irgendwie nicht drauf. Und das war so, keine Ahnung, 2011. Und dann habe ich selber so ein bisschen gegoogelt, wie man es halt so macht. Anscheinend wäre das so ein Symptom, wo die Alarmglocken angehen müssen, wenn Leber belastet ist, dass man Fleisch, ja, Hass schon fast entwickelt. Also das wäre von der Evolution her sinnvoll gemacht, weil das ist ja die Haupteintragsquelle für Protein gewesen. Mhm. Und wenn die Leber die Grätsche macht, dann ist ja der Proteinstoffwechsel, der Proteinabbau zu Harnstoff gestört. Und dann kann sich Ammoniak bilden, das kann dann das Gehirn vergiften und noch andere Geschichten können geschehen. Und deswegen kann das durchaus sein, dass man da reagiert. Aber oft ist halt so, wenn die Leber generell geschädigt ist, dass man da mit Appetitlosigkeit zu kämpfen hat, wenn die sehr belastet ist oder Müdigkeit. Also die Leber, die gibt schon viele Signale an den Körper, auf die man hören könnte.
Da war alles da, also Lethargie, leicht gelber Touch in den Augen, aber halt vor allem, wo du dann so sagst, kein Hunger mehr, dann gehen wir halt zu McDonald's. Aber auch McDonald's hat nicht funktioniert. Holst du mal einen Döner, auch Döner hat nicht funktioniert. Alles mit Fleisch war so, boah, hör bloß auf. Was dann so ging, war so Nudeln mit Butter, dass du wenigstens so ein bisschen Kalorien reinbekommst oder so. Kein Eiweiß in die Leber bringen, Persönliche Frage, was waren deine bisherigen Max-Werte in Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben? Habe ich das denn schon mal verraten? Wahrscheinlich im ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Weißt du es noch? Nee, keine Ahnung. Was schätzt du denn? Gute Frage. Kreuzheben. Ja, du wirst auf jeden Fall mehr als doppelt so viel gehoben haben. Kreuzheben warst du sehr stark, glaube ich, im Verhältnis zu allem anderen. Boah, ich weiß nicht, auf was würde ich dich schätzen? Was du wiegst, jetzt gesagt hast, bestimmt mal 160 gezogen. Also 175 war das meiste. 72,5 war auf einem Wettkampf, wo ich zufällig dazugestoßen bin. Und 175 war dann danach im nächsten Training. Mit ein bisschen über 75 Kilo Körpergewicht. War es aber, das stimmt, oder war es eine sehr starke Heberin im Verhältnis, oder? Ja, weil der Oberkörper so kurz ist und die Arme so. Wie groß bist du? 1,73. Also und ich bin so klein, also so ein Sitzzwerg. Also ich muss aber ein Kissen unterlegen. Und wenn du dann aufstehst, dann die Beine machen es raus. Genau. Deswegen war es auch bei Kniebeugen. Natürlich, Kniebeuge. Wenn du halt so gebaut bist, ist bei Kniebeugen eher ein bisschen schwierig. Da habe ich 160 Kilo maximal gebeugt. Da war ich aber ein bisschen jünger als jetzt. Das Kreuzheben, das habe ich ja mit 55 noch gemacht. Die 160, da war ich vielleicht schon Ende 40. Bench? 110. Aber wäre nicht gültig gewesen, weil der Popo immer so leicht abgehoben hat. Also so richtig, also ich glaube, das Kreuzheben, das war ja wirklich im Wettkampf, aber die Kniebeugen, weiß ich nicht, ob ich die gültig gekriegt hätte, wegen der Tiefe und beim Bankdrücken, weil der Popo immer so leicht so versucht hat. Die Brücke zu viel war. Lassen wir gelten. Aber da habe ich immer so um die 75 Kilo gehoben. Okay. Wir kommen zum Kryptonit. Du hast gebeten, die Frage an den Schluss zu stellen, weil das so ein ausschweifendes Thema ist. Aber wir machen das jetzt. Irgendjemand hat es gefragt und wir ziehen durch alles, was hier auf der Liste steht. Wie ist Dehnen zwischen den Sätzen im Training einzuordnen? Kontraproduktiv oder doch zielführend, was Verletzungsprophylaxe anbelangt? Also Dehnen zur Verletzungsprophylaxe, muss man leider sagen, sind die Daten ganz schlecht. Also Dehnen und Verletzung, da gibt es irgendwie keinen Zusammenhang. Ja, und ansonsten streiten sich da ja die Geister, wann man dehnen soll, wie viel und also. Ob überhaupt? Ich würde immer meinen Klienten empfehlen, das machen wir auch mit unseren so, die haben an einem getrennten Tag, haben die ein Mobility, Stretching, Dehn- und Mobility-Programm, was nicht zum Krafttraining dazu gemacht wird, um alle Voraussetzungen überhaupt zu haben, dass man diese Übungen entsprechend ausführen kann, die man machen muss. Das halte ich für sinnvoll. Vor dem Training kurz, also ohne erwärmt zu sein, darf man ja eh nichts dehnen. Das heißt also vor dem Training ganz kurz, mal so 10 Sekunden, immer, also mal zum Beispiel hier, ich habe ja immer so Bizepssehnenproblem gehabt, da haben wir immer mal kurz gedehnt und so, oder Knie, Quadrizepssehne oder irgend sowas. 10 Sekunden, okay, aber wenn man sehr lange dehnt, weiß man ja, dass man die Muskelspannung rausnimmt. Ist aber kein großes Problem. Wenn man ein bisschen wartet, ist das wieder da. Während des Trainings, da ist ganz schwierig. Also wenn man extrem schwer trainiert, also intensiv trainiert, dann machen die meisten also zwischen den Übungen nicht noch Dehnübungen. Weil man nimmt ja wieder ein bisschen Spannung aus dem Muskel raus. Und ob das dann wieder hinkommt, bis man den nächsten schweren Satz macht, wenn man jetzt keine 5 Minuten Pause macht, das weiß ich jetzt nicht. Also das würde ich vielleicht eher nicht machen. Aber es gibt ja solche Sachen wie zum Beispiel FST 7 und so. Da geht es ja um Dehnung von innen raus. Und das wird ja dann auch im Training gemacht. Also ich glaube, das hat ein bisschen was auch mit eigener Einstellung zu tun. Ich würde auf jeden Fall nicht nach einem schweren Training in den Muskelkater reindehnen. Das würde ich mal nicht machen. Optimal an einem extra Tag, Mobility, Beweglichkeit und so weiter. Aber so Sachen, wo man weiß, dass die einen besser bekommen, wenn man vorher mal kurz gedehnt hat oder zwischendrin auch mal kurz dehnt, das glaube ich, also nimmt nicht so viel Spannung aus dem Muskel, dass man dann 10 Kilo schwächer wird. Also, denke ich nicht.
Kann man schon machen. War das nicht damals Dog Crab oder irgend sowas, wo man ganz am Ende dann nochmal mit viel Gewicht aufgedehnt hat? Ja. Fliegende und sowas, keine Ahnung. Genau, fliegende, so extrem. Ja. Gar, ja. Am Schluss okay oder nicht machen? Also das ist natürlich Risiko, da muss man ganz klar sagen, weil wenn ich schon so eine Branch Warren Methode, wenn ich das höre, denke ich direkt an Branch Warren. Ja, da muss ich doch sagen, wie hat der ausgesehen? Da war doch alles abgerissen, was geht. Ja, mehr geht nicht. Ja, vielleicht hat es da dran gelegen. Nein, also wenn man, also man sagt ja immer, beim Krafttraining sind die meisten Mikrotraumen geschehen in den ersten schweren Sätzen. Das heißt, wenn ich ganz zum Ende vom Training mit einer Übung nochmal extrem dehne, dann dehne ich ja praktisch schon in den geschädigten Muskel rein. Mhm. Das weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Macht halt also, viele Mikrotraumen, aber... Ja, aber das macht dann halt auch eine CK-Erhöhung. Also Mikrotraumen ist ja das eine, das ist ja das, was in der Zelle passiert. Aber wenn die CK sich erhöht, dann ist halt Zelluntergang. Und der kann nicht repariert werden, das ist verloren. Das ist übertrieben. Okay. Das ist auch, kann man auch, wenn man nochmal auf das EMS zurückkommen. Ich habe mal eine Athletin gehabt, die hat auch darauf geschworen, da haben wir dann immer die CK gemessen. Und die war tatsächlich jedes Mal deutlich erhöht, wenn die aus diesem EMS-Zeug kam. Und dann haben wir es eingestellt. Und so könnte man auch zum Beispiel mal seine Dehnstrategien mal überdenken, wenn man da mal messen lässt, nach so extremen extremen Anstrengungen, ob es sich da nicht was zum Negativen verändert. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt zielführend. Und dieses, dass der Muskel sich dehnt dabei, weil der verkürzt ist, ich glaube, da sind wir heute drüber weg, über diese Theorie. Okay. Ich dachte, ich hätte hier noch was stehen, aber ich glaube, das mit dem Dehnen war tatsächlich die letzte Frage für heute. Willst du irgendwas noch loswerden? Dich über irgendwas echauffieren, was in letzter Zeit passiert ist? Bis wir uns in hoffentlich circa 4 Wochen wieder sehen. Kann ja manchmal sein, es muss irgendwas raus. Ist echauffieren? Ich glaube nicht. Nee. Influencer sind immer eine gute Zielscheibe. Also wenn du irgendwas sagen willst, hier ist der richtige Ort, dann kann man was Gutes in den Trailer reinschneiden. Ich habe gefragt, ihr habt es gehört, also sie hätte die Möglichkeit gehabt, dann sind wir rein theoretisch durch für heute. Also ihr könnt hier gerne auf YouTube auch schon wieder eure Fragen für unsere nächste gemeinsame Episode drunter kommentieren oder auch irgendwas anderes schreiben. Ihr wisst ja, Interaktion ist King. Wessen Frage heute nicht beantwortet wurde, gerne nochmal probieren. Von mir aus genau dasselbe nochmal schreiben, weil da ist immer so viel Input dabei, dass wir leider nicht alles in einer Folge abarbeiten können. Das ist schlichtweg unmöglich, sonst würden wir hier ewig sitzen. Es ist wirklich immer sehr viel, was da reinkommt. Ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen oder eine Spotify-Bewertung. Folgt der Martina auf Instagram, folgt dem Heinz auf Instagram, guckt euch auf YouTube Alles Power TV an. Links findet ihr alle unten in der Beschreibung. Ansonsten vielen Dank, Martina, für deine Zeit. Ja, schön war es wieder. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Freue mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Stammgastfolge des Garnicus Podcasts. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.